الرحمن الرحيم وأفضل التحية والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا مولاي صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى ولدك المظلوم المسموم الشهيد محمد بن علي الباقر لعن الله الظالمين لكم سيدي من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا فيا ليتنا فنفوز فوزا عظيما أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات إذا ينقوم يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الباقر سلام الله عليه war wie seine Vorväter und wie seine Nachfahren einer derjenigen, die sehr viel Leid in ihrem Leben erlitten haben. Und schwere Tragödien ertragen mussten und das Leid einfach an sich mit den Augen gesehen haben. Und eines der größten Tragödien, nein, die größte Tragödie, die der Imam gesehen hat, war die Tragödie seines Großvaters Abi Abdullah alayhi salam. Ihr habt von Bruder Abbas gehört, dass der Imam alayhi salam zu dieser Zeit 4 Jahre alt war und zusammen mit seinem Großvater und seinem Vater Imam Zain al-Abidin nach Mekka gezogen sind. Er ist mit seinem Großvater von Medina nach Mekka gezogen und nachdem man ihn in Mekka töten wollte, hat er Mekka verlassen, damit er das Heiligtum der Kaaba nicht verletzt und hat sich dann in Richtung Kufa begeben. Vor Kufa angekommen, haben die Soldaten von Yazid
alayhim al-la'na, den Imam aufgehalten und ihn und seine Familie bedrängt. Und unter ihnen war Al-Imam Al Baqir alayhi salam. Das alles hat er mitbekommen in seinen jungen Jahren. Und er hat noch viel mehr mitbekommen. Wie zum Beispiel, als sein Großvater Abi Abdullah alayhi salam aufs Schlachtfeld gerannt ist und gerufen hat: Mein Sohn Ya Ali. Mein Sohn Ya Ali, ich bin gleich da. Und während der Imam hingerannt ist, ist er ständig gestolpert. Weil die Tragödie war, hat ihn so sehr zerstört, dass er nicht mehr richtig stehen konnte und ständig gestolpert ist. Er sah, wie sein Großvater Abi Abdullah bei Ali al-Akbar ankam, sich auf ihn warf und sagte: Ya Ali, waladi ya Ali ala dunya ba'daka al-afa. Nach dir ist das diesseits nicht mehr viel wert. Er sah auch, wie sein Großvater Abi Abdullah einen jungen Mann mit einem Turban und einem weißen Kleid bekleidete und ihn in die Schlacht ziehen ließ. Einige Momente später, eine Weile später, hat er diesen jungen Mann in seinen Händen getragen und seine Füße haben über den Boden geschliffen. So schwer war die Tragödie für Abi Abdullah, zu sehen, wie der Sohn seines Bruders, Al-Qasim ibn al-Hassan, in seinen Armen stirbt. So schwer war es für ihn, dass er ihn nicht mehr aufrecht tragen konnte. Er sah sein Gesicht gefärbt von seinem Blut und sein weißes Kleid von oben nach unten getränkt in dem Blut. Und das alles hat Al-Baqir alayhi salam gesehen. Er hat auch gesehen, wie Abi Abdullah zum Fluss gerannt ist, zu einem Mann, der auf dem Boden lag und einen Pfeil aus seinem Auge guckte. Er warf sich auf diese Person und sagte: Jetzt ist mein Rückgrat gebrochen. Jetzt machen sich meine Feinde über mich lustig. Er hat diese Person in seinen Schoß genommen. Und diese Person hat ständig seinen Kopf wieder aus seinem Schoß genommen. Und ihr wisst, warum er seinen Kopf aus seinem Schoß genommen hat. Was hat Al-Baqir alayhi salam noch gesehen? Er hat die größte Tragödie überhaupt gesehen. Er hat gesehen, wie die Frauen und wie die Kinder den Imam alayhi salam verabschiedet haben. Und Momente später hat er nur noch den Kopf des Imams auf einer Lanze gesehen. Diese Tragödien prägten sein Leben, alayhi salam. Sie verfolgten ihn sein ganzes Leben lang. Genauso wie sie seinen Vater, Imam Zain al-Abidin, verfolgt haben. Der jedes Mal, als er was essen wollte, Blut geweint hat und den Teller vor sich rot färbte. Oder jedes Mal, als er einen Schlachter gesehen hat, der ein Schaf schlachtet, hat er ihn gefragt: Hast du dieses Schaf getränkt? Hast du dem was zu trinken gegeben? Der Schlachter sagte: Wir Metzger, wir tränken jedes Vieh, das wir töten, bevor wir es töten. Imam Zain al-Abidin blickte nach Karbala, in Richtung Karbala, und sagte: Mein Vater Abi Abdullah, das Schaf wird erst geschlachtet, nachdem es getränkt wird, und du wurdest getötet, ohne getränkt zu werden. Mein Vater, du bist durstig gestorben. Und der Imam Zain al-Abidin hat aufgrund dessen sein Leben in Trauer verbracht und ist schließlich vergiftet gestorben. Das alles hat der Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir mit seinen Augen gesehen. Letztendlich wurde der Imam auch das Opfer der Tyrannei. Und der Tyrann seiner Zeit, Hisham ibn Abdul Malik,
hat dem Imam Gift verabreicht. Und der Imam blieb 3 Tage lang in seinem Leid. Er leidete an diesem Gift, bis er letztendlich zu Hause im Sterbebett lag und sein Sohn Al-Imam al-Sadiq neben ihm lag. Er hat ihm sein letztes Testament aufgesagt. Und der Imam streckte seine Arme und seine Beine und richtete sich zu seinem Großvater Abi Abdullah alayhi salam und sagte: Friede sei mit dir, o Großvater Abi Abdullah. Und seine Seele verließ seinen reinen Körper. Aywa Imama wa Sayyida. Möge Gott den Gnädigen, der ruft, wa Imama wa Imama wa Muhammada wa Sayyida. Und der Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq hat seinen Vater, er hat ihn gewaschen und begraben neben seinem Vater und seinem Großvater. Sayyidi ya Ja'far, du hast deinen Vater begraben können zusammen mit deinen Geliebten. Doch du weißt, dass dein Großvater Abi Abdullah nicht begraben wurde. Der Imam Abi Abdullah wurde nicht begraben. Erst nach 3 Tagen, nachdem er in der Sonne lag und die Sonne seinen Körper veränderte, erst nach 3 Tagen kam der Imam Zainul Abidin nach Karbala. Er kam in Karbala an und sah, dass eine Menschenmenge den Imam begraben wollte. Und er kam zu ihnen und sagte ihnen: Ich werde das machen. Und der Imam alayhi salam hat die Körperteile seines Vaters auf einem Tuch gesammelt. Er hat seine Körperteile gesammelt und ihn begraben. Während die Leute den Sand über den Imam alayhi salam schütteten, hat der Imam noch was gesucht. Sie fragten ihn: Was suchst du? Er sagte: Ich suche den Finger meines Vaters Abi Abdullah. Der Imam hat ebenfalls Abul Fadl Abbas am Fluss begraben und die restlichen Märtyrer von Karbala. Als er wieder zurück in Kufa ankam, natürlich war der Imam durch ein Wunder von Kufa nach Karbala gereist. Als er dann wieder zurück in Kufa ankam und Zainab alayhi salam ihn sah, wie seine Kleidung voller Staub und Sand war, fragte sie ihn: Wo warst du, mein Sohn, o Ali? O Sohn meines Bruders. Er sagte ihr: Ich komme gerade vom Begräbnis meines Vaters Abi Abdullah. Und Zainab schlug sich auf den Kopf und die restlichen Frauen, als sie hörten, dass der Imam soeben begraben wurde. Zainab sagte ihm: O mein Sohn, hast du deinem Vater vor dem Begräbnis noch etwas zum Trinken gegeben? Arden ich deck mal, ich rabte, ja defan, rashet gabrel, o defendach sehen, arscha. والله يا دفان أرض نشتك رد علي عطشان أخويا لو أشرب قطرة المية
طلّ يا حفار القبر وسع باب قبره وسهم بقلبه من تنزله بهون جره من تنزله بهيدا من تنزله بهيدا ترى مكسور صدره صدره وطلب المعركة تلعب الخيل على صدره زيزاك تقيم هو علي هو منزول دين فايل أوس دبوس دين سفاتاس هستو إين أنت فعلت وانت هستو دغوف أخ جيبن Dass die Rippen deines Vaters gebrochen und zertrümmert sind. Denn mein Sohn, die Pferde haben den Brustkorb deines Vaters zertrümmert. Ah, Adat al-Mayyit, yisir ala. Normalerweise wird der Tote mit seiner Wange auf dem Sand gelegt. Doch dein Vater, Abi Abdullah, hatte keinen Kopf mehr. Gal haya amma, ibdal ras hsien, ibdal ras hsien, sar ala turb nahra. Sagte ihr, anstatt seiner Wangen, wo hab ich seinen Hals auf dem Boden gelegt? Ah, in yabqa bila dafnin fa'inna lahu khabran bi'ahshai man walah mahfura. Und wenn der Imam alayhi salam ohne ein Begräbnis bleibt, so ist sein Grab das Herz jedes Liebenden. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق مولانا الإمام الباقر وبهذا المصاب الجلل الأليم نسألك أن تعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وتجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا صلى على محمد وآل محمد.
Verhalten zu überprüfen.